über المرسلين. Stimmt. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. So, liebe Geschwister, unser erster Treffpunkt zum Hezkiah-Kurs, der inshallah aus vier Unterrichten bestehen wird. Und das kleine Büchlein, was wir durchgehen, ist das Buch von Sheikh Abdurrazzaq al-Badr. Dieser Gelehrte lebt noch in Medina, unterrichtet schon seit Jahrzehnten in der Prophetenmoschee, in Medina natürlich, und hat ein kleines Büchlein verfasst, was perfekt ist für den Anfänger. Dann Tazkiya, die sogenannte Seelenläuterung oder Charakterbildung, Weiterbildung, ist ein Riesenfach, ist ein Riesengebiet. Dazu wurden sehr, sehr viele Bücher geschrieben, von klein, mittel und ganze Enzyklopädien. Und was ich mit euch vorhabe, inshallah, in allen anderen Wissenschaften, die noch kommen, klein anzufangen. So klein wie möglich, von null auf. Siehe Aqida-Kurs, da fangen wir auch ganz klein an, die fünf Säulen und die sechs Säulen. Und genauso auch hier im Tazkiya-Kurs. Er nannte sein Büchlein Ashru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs. Also 10 fundamentale Regeln, die dir dabei helfen, deine Nefs zu reinigen, zu läutern, zu erziehen. Er sagt, Bismillahirrahmanirrahim, darüber haben wir auch oft gesprochen. Die meisten nehmen sich ein Vorbild am Koran, da der Koran die meisten Suren mit Bismillahirrahmanirrahim anfängt, außer bei Surat al-Tawbah. Dann sagte er, Muqaddima Fawad, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil Anbiya'i wa khatimil Mursalin. Ihr wisst, am Anfang spricht man immer die Segenswünsche, beziehungsweise bedankt sich bei Allah subhanahu wa ta'ala, spricht die Segenswünsche aus und lobt ihn, sallallahu alaihi wa sallam, und dann all die, die ihm nach folgen. Und dann sagt er, فَالنَّفْسُ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْ الْإِنسَانِ أَمْرُهَا عَظِيمٌ. Er sagt, deine Nefs, die sich zwischen deinen zwei Seiten befindet, ist eine gewaltige Angelegenheit. Ist eine große Sache. Natürlich, die Nefs ist tatsächlich eine Welt für sich. Und wir kommen noch darauf, was damit genau gemeint ist. Er sagt, وَشَأْنُهَا كَبِيرٌ. Die Angelegenheit und das Thema, sich mit ihr zu beschäftigen und erst recht sie zu erziehen, ist eine große, große Aufgabe. Ja, sogar eine schwierige Aufgabe. فَقَدْ أَقْسَمَ اللَّهُ بِعَدَدٍ مِنْ مَخْلُوقَاتِهِ الْكِبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى عَظَمَتِهِ فِي سُورَةِ الشَّمْسِ عَلَى النَّفْسِ الْمُفْلِحَةِ. Ihr wisst, dass Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sich gewaltige Dinge auswählt von seiner Schöpfung und dabei schwört. Das heißt, wenn er eine Sache nimmt zum Schwören, dann wisse, es ist etwas Gewaltiges, Großartiges damit gemeint. So sagt er in Surat al-Shams, die ihr alle kennt, Sura die Sonne, Nummer 91, fängt Allah an zu schwören und sagt, وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا, bei der Sonne und ihrer Morgenhelle, وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا, und beim Mond, wenn er ihr folgt, وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا, und beim Tag, wenn er sie erstrahlen lässt, وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا, bei der Nacht, wenn er sie bedeckt, die Sonne, وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا, und beim Himmel und bei dem, der sie erbaut hat, وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا, und bei der Erde und der sie ausgebreitet hat. Und dann kommt وَنَفْسِي وَمَا سَوَّاهَا, und bei der Nefs und derjenige, der sie geformt hat, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, dann hat er ihr eingegeben, التَّقْوَى, das heißt, sie hat fruchtbaren Boden, zum gottesfürchtigsten Menschen zu werden überhaupt, Hujurha, und er hat ihr Sittenlosigkeit eingegeben, fruchtbaren Boden zum Sündigen, bis sie die ekelhafteste Person auf Welt sein kann, sie hier Firaun und alle anderen. Dann kommt der Jawab al-Qasam. Das, was wir gehört haben, nennt man Qasam, Schwur im Arabischen. Dafür brauchen wir einen Jawab. Ja, aber wobei schwörst du denn? Um was geht es denn, ja Allah? Genauso wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam eines Tages sagte, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min. Bei Allah, er glaubt nicht. Bei Allah, er glaubt nicht. Bei Allah, er glaubt nicht. Bis die Sahaba gesagt haben,
Was denn? Wer denn? Dann sagt er, derjenige, dessen Übel von seinem Nachbarn nicht ferngehalten wird. Oder derjenige, der nicht sicher ist vor seinem Nachbars Übel. Und genauso wie hier. Er schwört bei der Sonne und bei dem Mond und. Manche sagen 7 Schwüre, manche sagen 11 Schwüre, je nachdem. Bis dann der Jawab kommt. Die Antwort ist, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Also diese ganzen Schwüre waren nur da, um uns aufzuzeigen, dass derjenige, der seine Nefs Tezkiya gibt, reinigt, läutert, erzieht, er hat den Falah erreicht. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Und umgekehrt, وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Zugrunde wird derjenige gehen, der sie Dessaha gemacht hat. Das heißt etwas eintauchen. Das heißt, du hast deine Seele eingetaucht in Sünden und Ungehorsamkeit. Dieser wird Chab. Und Chab ist Verlust und Erniedrigung. Also sehen wir hier, dass Allah subhanahu wa ta'ala 7 bzw. 11 Mal schwört, 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 bis der Leser sich fragt, um was geht's? Um was geht's? Um was geht's? Dann sagt er, du wirst erfolgreich sein, wenn du deiner Nefs die Tezkiya gibst. Und deswegen ist diese Thematik unter den Gelehrten auch als Wissenschaft einkategorisiert worden. Nämlich, damals haben die es Ilm al-Tasawwuf genannt, die Wissenschaft des Tasawwuf, Sufismus. Natürlich ist nicht damit der heutige Sufismus gemeint, dass sich im Kreis drehen und Instrumente und andere Freveltaten. Nein, mit Tasawwuf, manche nennen es auch Tasawwuf Sunni, der Sunna-Sufismus, damit war die Spiritualität gemeint. Und genau diese Thematiken, die Hassan und Basri gepredigt hatte und Sufyan al-Thawri, angefangen schon bei den Sahaba. Also Tasawwuf ist im Grundsatz ein positives Wort. Nur die Nachkommen haben es leider ja, verdorben. Tasawwuf heißt nichts anderes als diese Nähe zu Allah zu verspüren, deine Nefs zu erziehen, freiwillig fasten, freiwillig beten, mehr Dhikr machen, Spiritualität mehr ernähren. Das alles nennt man Tasawwuf, Ilm und Tasawwuf, die Wissenschaft, das Tasawwuf. Und manche nennen es Tarbiyah, manche nennen es Tezkiyah, je nachdem. Hier nennt es Allah Zakat Tezkiyah. Also nennen wir das auch Tezkiyah. Deswegen der Autor sagte auch, 10 Regeln für Tezkiyat al-Nafs in Bezug auf die Tezkiyat der Seele. Dann sagt er über die Aussage Allahs, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا أَحْ أَصْلُ الزَّكَاةِ هِيَ الزِّيَادَةُ فِي الْخَيْرِ. Also الزَّكَاة im Arabischen. Das Grundwort weist hin auf الزِّيَادَة, Vermehrung im Guten. Vermehrung im Guten. Jetzt verbinde das mit dieser Wissenschaft. Warum lerne ich Tezkiya? Ich will mein Gutes vermehren. Wal-Muradu bil-Ayati huna anna man sa'a fi tazkiyati nafsihi wa islahiha. Und gemeint ist im Vers, dass derjenige, der die Tezkiya verrichtet mit seiner Nefs, Entschuldigung, und sie verbessert, islahiha, wa sumuwiha bil-Istikthari min al-Ta'ati wal-Khairat, und sie erhöht durch vermehrten Gottesdienst, was ja Alhamdulillah in Ramadan der Fall ist, Tarawih ist da, Fasten ist da, Koran ist da. Moment, genau. Das heißt, sie wird erhöht, vermehrt, weil du mehr gottesdienstliche Handlungen verrichtest. Und dann gleichzeitig fernbleibst von allem Übel, was deine Nefs schadet und die Spiritualität zerreißt und wehtut, entferne dich davon. So erlangst du die Tezkiya. Wenn dich jemand fragt, wie erlange ich die Tezkiya? Nähere dich Allah durch die verschiedenen Gottesdienste oder Gehorsamkeiten, die ja unzählig sind. Viele Türen gibt es. Fasten, Beten, Spenden, Wissen etc. Und halte dich fern vom Haram. Von den großen Sünden erst recht. Und dann so gut es geht von den Makruhat, von Haram und von den verpönten Dingen. Und desto besser du das machst in Gehorsamkeit und desto besser du das machst im Fernbleiben, desto höher wirst du steigen. Deine Tezkiya, haben wir gesagt, Ziyada, vermehrt sich deine Tezkiya und deine Spiritualität wird immer höher steigen. Dann sagt er zum Vers, was Vers Allahs angeht, derjenige wird zugrunde gehen, der sie eintaucht und versteckt. Er sagt, Aslu Tezkiya,
Das ist nämlich das Nomen. Das Saha ist das Verb. At-tadsiyatu bedeutet huwa al-ikhfa'u, etwas verstecken. Nennt man das Saha, so wie es im Vers heißt. Das heißt, fal-aasi qad akhfa nafsahu al-karima bifi'li al-afam. Also wenn du die sprachliche Definition nimmst und dann praktizierst auf deinen Alltag, heißt es, wieso heißt das Saha verstecken? Ja, du nimmst deine Seele und tauchst sie ein und versteckst sie in den Ungehorsamkeiten, sodass sie nicht mehr sichtbar ist. Und dann verlierst du dich bzw. deine Seele in den Sünden im Ozean der Sünden. وَتَمَرَهَا بِالرَّذَائِلِ وَالْخَسَائِسِ. Er wendet sich zu den niedrigen Obszönitäten und Freizügigkeiten und dem Haram. Dort geht deine Nefs zugrunde. وَقَمَعَهَا وَأَهْلَكَهَا بِفِعْلِ الْعُيُوبِ. Alles Tadelswerte verrichtet er, dieser Sündhafte. حَتَّى صَارَتْ نَفْسًا دَنِيَةً وَضِيَةً مُنْحَطَّةً. Bis sie die Eigenschaft bekommen hat, einer erniedrigenden, frevelhaften, tadelnswerten Seele bei Allah subhanahu wa ta'ala. وَاسْتَحَقَّتْ, er sagt hier, und dadurch verdient sie بِذَلِكَ الْخَيْبَةَ وَالْخُسْرَانَ وَالْعَيَاذُ بِاللَّهِ. Dadurch hat sie dann verdient den Verlust und das Gescholtenwerden von Allah subhanahu wa ta'ala. فَالنُّفُوسُ الشَّرِيفَةُ لَا تَرْضَى مِنَ الْأَشْيَاءِ إِلَّا بِأَعْلَاهَا. Die ehrenhaften Seelen und die guten Seelen sind nicht zufrieden mit solchen niedrigenden Dingen. Nein, sie strebt immer das Hohe an und das Leuchtende an. Sie möchte die schönen Dinge erreichen. وَأَفْضَلِهَا وَأَحْمَدِهَا عَاقِبَةً. Die vorzüglichsten und die lobenswertesten, dessen Ausgang auch lobenswert ist. Sie weiß, wenn ich dieses und jenes verrichte, der Ausgang davon wird sein, die Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala. وَالنُّفُوسُ الدَّنِيَةُ تَحُومُ حَوْلَ الدَّنَاءَةِ سُبْحَانَ. Er sagt, die ekelhaften Seelen, sie umrunden wie der Adler oder die Geier. Die umrunden sich oder umrunden eine Leiche, verdorbenes Fleisch etc. Er sagt, genauso ist die tadelnswerte Nefs. Sie ist immer an den Orten, die dreckig sind und stinken und in den Sünden. Und dann, so, sie beabsichtigt das, sie schaut die Sünden an, sie hört die Sünden an und dann wie eine Fliege stürzt sie sich drauf und praktiziert diese Sünde. فالنفس الشريفة العلية لا ترضى بالظلم. Da gibt er einige Beispiele. Die ehrenhafte Seele ist nicht zufrieden mit Ungerechtigkeit. ولا بالفواحش, und auch nicht mit Abscheulichkeiten wie Zina, wie Lästerei etc. ولا بالسرقة, auch nicht Diebstahl. والخيانة, Betrug. لأنها أكبر من ذلك وأجل, weil sie ist größer als diese Abscheulichkeiten und Erhabener. Sie sieht sich als erniedrigt. Das ist für den, den Allah sein Herz aufgeweckt hat, dass er sich da in dem Ozean der Sünden umherschwimmt. Im Gegenteil, er entfernt sich, er will ja aufsteigen. وَالنَّفْسُ الْمَهِينَةُ الْحَقِيرَةُ الْخَسِيسَةُ بِالضِّدِّ مِنْ ذَلِكَ. Und die tadelnswerte, erniedrigende ist natürlich genau das Gegenteil. Sie will ja, sie beabsichtigt, ja sogar sie genießt diese Abscheulichkeit. فَكُلُّ نَفْسٍ تَمِيلُ إِلَى مَا يُنَاسِبُهَا وَيُشَاكِلُهَا. Jede Nefs wendet sich dahin, was eigentlich in ihr schon drin ist. Und wir haben ja gesagt, er sagte, Subhanah, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. In uns allen ist der Drang zum Sündigen, aber auch der Drang zu Gottesfurcht. Jetzt kommt der Kampf, der sogenannte Dschihad und Nefs. Deine Nefs zieht sich zu den Abscheulichkeiten, aber du weißt, dass die guten Dinge bei Allah beliebter sind. Und dann geschieht dieser Kampf. Deine Nefs zieht dich dahin, du musst sie aber dahin ziehen. Du weißt, da gibt es Strafe und da gibt es Belohnung. Shaitan kommt, zieht dich dahin und deine dreckige Nefs und du musst dagegenhalten. Und so findet dieser Kampf statt. Mal gewinnt sie, mal du, mal sie, mal du, bis eine Sache passieren wird. Und das wird bei jedem passieren. Irgendwann wirst du entweder eine schlechte Seele sein oder eine gute Seele. Und in manchen Überlieferungen, die umstritten sind, heißt es,
der bis zu seinem 40. Lebensjahr es nicht gebacken kriegt, seinen Nefs zu einer guten Nefs erzogen zu haben, auf den wartet das Höllenfeuer bzw. die Strafe. ولما كان تزكية النفس بهذه الأهمية وجب على كل مسلم ناصح لنفسه أن يعني بها عناية فائقة. Er sagt, nachdem wir diese Worte jetzt gehört haben, wie gewaltig das Thema ist und wichtig ist für dich und für deine Errettung, muss jeder Muslim dieses Thema ernst nehmen und diese Wissenschaft ernst nehmen. Und bei Allah, das ist das, was uns fehlt. Wir können Bücher haben hier voll mit Regale voller Bücher und Wissen etc. Aber wenn dein Charakter nicht gereinigt ist, wird dir das Wissen schaden und du willst den anderen auch schaden. Warum? Dein Boden ist immer noch unrein. Deswegen haben die Gelehrten die Regel aufgestellt: At-Tahliyatu qabla at-Tazkiyah oder At-Tahliyatu qabla at-Tahliyah. Die Reinigung findet vor dem Schmücken statt. Wenn du eingeladen bist zum Iftar, gehst unter die Dusche, bügelst deine Klamotten, ziehst das Schönste an, der Mann parfümiert sich vielleicht noch, richtet seine Haare und dann geht er. Ja, was hast du vorher gemacht, bevor du dich parfümierst und gut anziehst? Du gehst dich erstmal baden, waschen, Schweiß und andere Sachen, die entfernt werden müssen, und dann schmückst du dich. Und genauso ist es auch im Leben und erst recht im Wissen. Du musst eine große Packung, Anzahl an Tizkia-Büchern gelesen haben, Ikhlas, die Anbetung des Vertrauens, die Anbetung der Liebe zu Allah, die Anbetung des sich verlassen auf Allah, die Anbetung des sich beobachtet fühlen von Allah, die Anbetung der Brüderlichkeit, Schwesterlichkeit. Diese ganzen Herzensanbetungen lernst du und tust auch gleichzeitig die Krankheiten ausfegen aus deinem Herzen, Neid, Groll, Augendienerei, Ohrendienerei, was noch, Lästern, alles andere wird entfernt und dann schmückst du dich. Jetzt bist du bereit für das Wissen, jetzt schmückst du dich. Und deswegen sagt der Scheich hier, es ist gewaltig, ein gewaltiges Thema, was sich jeder Muslim zu Herzen nehmen soll. Und ernst nehmen soll natürlich. وأن يجاهد نفسه في حياته على تحقيق هذه الغاية الحميدة. Und dass du dich, o Muslim, o Muslima, anstrengen sollst, diese Stufe zu erreichen. Jeder von uns kämpft mit seiner Seele. Jeder weiß auch, wovon ich rede. Es sind die typischen Dinge, zum Gebet aufstehen, durchzuhalten, 5 Gebete, sich Wissen anzueignen, zur Moschee laufen, zu spenden, zu vergeben, wenn dir einer Unrecht tut. Das sind alles dieser Kampf mit der Seele. Das ist alles Tazkiyah. Und er sagt, du musst diesen Dschihad verrichten mit deiner Nefs. Denn Allah sagt, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Und diejenigen, die diesen Dschihad für uns verrichten, sie werden die spezielle Rechtleitung bekommen. Dann sagt er, لِيُفْلِحَ فِي دُنْيَاهُ وَأُخْرَاهُ. Natürlich, damit du den Sieg erlangst im Diesseits, wenn du eine saubere Seele zwischen deinen Schultern hast, wie er es am Anfang sagt, dann hast du es erreicht. Lästern, du bist frei davon. Blicke senken, du bist der Meister darin. Schönen Charakter hast du dir angeeignet nach einem langen Kampf. Qiyamul Layl fällt dir leicht, freiwilliges Fasten fällt dir leicht, du hast einen angenehmen Charakter, die Leute lieben dich aufgrund deines Charakters, aber das ist nicht einfach so gekommen. Du hast einen Krieg hinter dir mit deinen Nefs gehabt. Und dann im Jenseits wirst du die wahre Glückseligkeit natürlich erlangen, wenn die Engel sagen, Salamun alaikum tibetum fadkhuluha khalidin. Salamun alaikum, an den Toren des Paradieses, Tibetum, ihr seid so rein geworden, innerlich wie äußerlich. Fadkhuluha khalidin, betretet den Paradiesgarten, ewig darin zu bleiben. Dann sagt der Sheikh, فَإِنَّ لِلنَّفْسِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَقًّا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Deine Nefs zwischen deinen Schultern hat bestimmte Rechte, aber auch Pflichten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا.
Deine Nefs hat bestimmte Rechte, die du ihr geben musst. Warum? Weil er will jetzt auf eine Sache hinweisen. Weil manche verstehen Tazkiyah falsch. Und deswegen brauchst du einen Lehrer, einen Scheich etc. und liest die Bücher nicht alleine, sonst wirst du mehr falsch machen als richtig. Er sagt hier, viele verstehen falsch und sagen, Tazkiyatun Nafs heißt, ich werde so streng und hart mit ihr sein. Und dann verwehrt er ihr Dinge, die Allah subhanahu wa ta'ala für sie erlaubt hat. Genau umgekehrt, wie manche denken, ach, lass deine Nefs freien Lauf, Allah subhanahu wa ta'ala hat sie dir nicht umsonst gegeben. Und er vernachlässigt, ja, es ist für ihn gar kein Thema, seine Nefs zu erziehen. Alles, wonach sie ruft, er gibt ihr. So wird überliefert von Omar ibn al-Khattab, dass er eines Tages Lust hat auf eine Süßspeise, eine Honig-Süßspeise. Und dann sprach er zu seiner Nefs. Er sagt, alles, was du möchtest, bekommst du? Nein, heute nicht. Es wird überliefert, dass auch die Gefährten in diesen Kleinigkeiten mit, sogar bei Speisen und etc., was die Nefs gerne hat und es halal ist, ihr auch mal zu verwehren und Nein zu sagen, um sie zu erziehen. Also es gibt entweder die Übertreiber und Untertreiber. Entweder verwehrt ihr alles, du darfst, wir kommen noch dazu, wie im Hadith, Schlaf verwehrt er ihr an, sie weiß, beziehungsweise du weißt, wie viel Schlaf du ungefähr brauchst, sodass du deinen Tag in Ruhe ja, bestreiten kannst. Sagen wir 8 Stunden. Auf einmal du hörst Tazkiyah, man muss seine Nefs erziehen, ab morgen schläfst du nur noch 5. Das bringt nichts. Am Ende schläfst du den ganzen Tag oder bist nicht brauchbar. Oder er hört wie Süßigkeiten und andere Dinge und dann fängt er an, alles zu unterlassen, alles zu unterlassen, alles zu unterlassen. Und dann hört er von den guten Taten und betet Qiyamul Layl 3, 4 Stunden. Nach 3 Tagen passiert was? Er bricht sich selber und wird alles unterlassen. Und meistens wird er dann gar nicht mehr in der Lage sein, die Tazkiyah zu verrichten. Weißt du warum? Weil er dann abgeschreckt ist. Er hat Schmerzen verspürt und denkt sich jetzt, auch wenn er normal anfängt, in kleinen Schritten, dass dieser Schmerz wieder kommen wird. Nein. Und deswegen klein anfangen. So klein es nur geht. Mit dem kleinsten Schritt beginnen. Beispielsweise, du schläfst 8 Stunden, mach nicht 6 draus. Schlaf 7:45. Nimm nur 15 Minuten. Fang so klein an, wie es nur geht und schaue etwas weitsichtiger, sodass du dann in Zukunft deine Ziele erreichst. Der Scheich sagt, weit gefehlt ist es, dass jemand denkt, dass man so seine Nefs erzieht, indem man ihm alles erlaubt und dann trotzdem behauptet, ich bin gut in dieser Sache. Wir reinigen unsere Seele oder verrichten diese Tazkiyah so, wie es uns der Islam beibrachte, nämlich der Koran, die authentische Sunna und aus den Biografien der Sahaba und der Tabi'in. Mit Tawassuti wal I'tidal. Genau, indem wir immer die Mitte gehen, so sagt es Allah auch. Und so haben wir euch zu einer Gemeinschaft der Mitte gemacht. Weder untertreiben noch übertreiben. Hier sagt es, weder übertreiben wir noch untertreiben wir. Dann sagst du mir, was ist die Mitte? Der Scheich antwortet, es ist die Art und Weise des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, und die Nachfolger danach, die Sahaba, die Tabi'in und die Gelehrten, die uns beigebracht haben, wie man diese Tazkiyah tatsächlich verrichtet. Dann sagt er, er sagt, und in diesem kleinen Büchlein werde ich 10 fundamentale Regeln, Entschuldigung, 10 fundamentale Regeln erwähnen, die dem Muslim hilft, die Tazkiyah zu verrichten und positiv aufzuwachsen.
Du erziehst manche von uns, seine Nefs ist immer noch wie ein kleines Baby. Es muss erzogen werden. Alles, was sie will, kriegt er. Schlaf, Essen, Trinken, Kleidung, Handys. Egal, wozu sie ruft, er gibt ihr es. Und dann kriegt er Einflüsterung, ist doch erlaubt, ist ein Scharab. Schön und gut, aber dann rede nicht über die hohen Stufen des Charakters, weil das bekommt nur jemand, und wir kommen noch darauf, der auch auf einige Mustahabbat verzichtet. Watatiriha min kulli ma yudanisa wa shbiha. Also der Scheich verspricht uns hier in diesem Büchlein 10 Regeln zu geben, die dir helfen, deine Nefs zu reinigen, sie zu erziehen. Und dann macht der Dua, wie üblich, in jedem Vorwort, er bittet Allah hier, wa as'alullah ta'ala, an yuzakkiya nufusana, dass er unsere Nefs diese Tazkiya beschert, uns verbessert, unsere Taten, wa an yusliha a'malana, wa an yusaddida aqwalana, dass er uns das Richtige immer sprechen lässt. Weil das ist auch eine Sache, Tazkiya der Zunge. Wie viel Katastrophen haben wir schon mit dieser Zunge ausgesprochen? Deswegen sagten manche Gelehrten, sie ist nicht umsonst in einem Käfig. Hinter deinen Zähnen, die Gitter. Weil eine Sache ohne Knochen kannst du nicht beherrschen. Die Zunge hat keinen Knochen und ist nicht umsonst drinne. Im Mund verborgen und deine Ohren sind außen. Was darauf hinweisen soll, mehr zuhören, weniger sprechen. Und das ist der Grundsatz, auch beim Wissenserwerb, ist, dass du die ersten Jahre nur schweigst, gar nichts machst. Abdullah bin Mubarak sagte, das erste Jahr habe ich nur beobachtet, den Lehrer und die Schüler. Das zweite Jahr habe ich zugehört. Das dritte Jahr habe ich angefangen zu schreiben. Und beim vierten Jahr erst habe ich angefangen, Fragen zu stellen. Manche sind nur am Fragen stellen, bla 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 bla. Ruhe, beobachte, guck, der Scheich wird dich schon nicht wegrennen. Und manche haben es sogar verboten, Fragen zu stellen. Er sagt, du bist gerade in einem Zustand, in einer Phase, stell nicht viele Fragen. Alles, was wir erlernen werden, wird die meisten deiner Fragen schon beantworten. Deswegen, die Anbetung des Schweigens. Es gibt sogar Bücher. Ibn Abi Dunya schrieb ein Buch, das heißt As-Samt, Kitab As-Samt, das Buch des Schweigens. Und dann hat er eine schöne Überlieferung, in dem es heißt, uns wurde das Schweigen beigebracht, genauso wie uns das Reden beigebracht wurde. Die Anbetung des Schweigens. Und die Sahaba haben ihn, den Propheten sallallahu alaihi wasallam, sogar so beschrieben, obwohl er unzählige Ahadith ausgesprochen hat, sagen sie, meistens haben wir ihn sehr ruhig und nachdenklich schweigend gesehen, sallallahu alaihi wasallam. Also sagt der Scheich, dass er uns, bitten Allah, dass er uns das Richtige immer aussprechen lässt und dass er uns die Wahrheit zeigt und sie dann auch befolgt, dass wir sie dann auch befolgen und dass er uns die schönsten Charaktereigenschaften gibt und uns erlaubt, die schönsten Taten zu verrichten, wie jetzt im Ramadan zu fasten. Und dass er von uns die schlechten Charaktereigenschaften entfernt und uns von den Fittern, von den Versuchungen bewahrt. Die offensichtlichen, die wir sehen, und die verborgenen, die wir nicht kennen. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, und wieder Segenswünsche für den Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, und auf alle diejenigen, die ihn folgen. Und das ist ein Adab, eine Benimmregel, Tazkiya, bei der Dua, dass du vorher und nachher die Segenswünsche sprichst, das erhöht die Wahrscheinlichkeit der Akzeptanz. Nach diesem schönen Vorwort sagt er Al-Qa'idatul Ula, die erste Regel. Die erste Regel wird vielleicht vielen seltsam vorkommen, aber nachdem wir sie behandelt haben, wird es bei jedem Klick machen. Die erste Regel der Tazkiya lautet: At-Tawhidu aslu ma tazku bihi nufus. Allah. Der Tawhid ist der Grundsatz, wodurch die Nefs die Reinheit erlangt. Das ist die erste Regel. Tawhid. Also Tawhid reinigt mich. Durch Tawhid bekomme ich einen schönen Charakter. Na'am. Hör zu, er sagt, Inna Tawhid huwa al-Ghayatu allati min ajliha khalaqana Allahu azza wa jalla wa awjadana kama qal. Der Tawhid
den Tauhid zu verrichten. Weil du musst wissen, es gibt Benimmregeln zu Allah, Benimmregeln zum Propheten, sallallahu alaihi wasallam, und Benimmregeln zu deinen Mitmenschen. Tauhid heißt Charakterbenehmen zu deinem Herrn. Und das Heftigste, die heftigste Benimmregel überhaupt, dass du ihm keinen beigesellst. Und wenn du ihm keinen beigesellst, bekommst du diese Baraka in allen anderen Dingen, nämlich dich mit dem Propheten gut zu verhalten und dann zu den Mitmenschen. Dazu kommen wir noch. Also sagt er, der Grund für die Erschaffung der Menschen ist ja nur dieser, ihn subhanahu wa ta'ala alleine anzubeten, so wie er sagte und ihr auch alle kennt. وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ in Suratu Al-Dhariyat, Surah 51, Vers 56. Ich habe die Djinn und die Menschen nur erschaffen, damit sie mir dienen. Und die Djinn wurden hier zuerst erwähnt, weil sie vor uns erschaffen wurden. وهو ايضا محور دعوه الانبياء والرسل und der Schwerpunkt aller Propheten war was die Dawa zum Tauhid كما قال so wie er sagte سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا und wir haben in jeder Gemeinschaft einen Gesandten erweckt. Was war denn ihr Aufruf? ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت, betet Allah an und unterlasst den Tarut. Wer ist der Tarut? At-Tarut ist alles. Umar ibn Khattab sagte Shaitan. Imam Malik sagte alles, was außer Allah gehorsam geleistet wird. Und Ibn al-Qayyim, wie üblich, hat das alles gesammelt und in einem schönen Satz aufgesagt, als er sagte, At-Tarut ist jeder, dem man gehorsam leistet und dabei gleichzeitig Allah ungehorsam ist, der Shaitan und alle anderen Systeme etc. gehorcht und folgt, wenn man sich dabei Allah widersetzt. Das ist der Tarut. Die Propheten haben ihre Völker angerufen, sich davon zu entfernen. Und das ist der sogenannte Al-Kufr mit Tarut. Also ihn zu leugnen. Al-Kufr mit Tarut erwähnt Allah in welcher Sure? Um euch ein bisschen mal hier aufzuwecken, Interaktionen. In welcher Sure erwähnt Allah den Kufr mit Tarut? Und er erwähnt tatsächlich das Wort Kufr, also dass man ihn leugnen muss. Wenn das jemand weiß, kann er gerne reinschreiben, welche Sure das ist. Dann sagt er, der Tauhid ist die erste Sache, die der Mensch verrichten muss, um überhaupt als Muslim zu gelten. Al-Baqarah, ganz genau. Allah sagt, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. Und das ist auch gleichzeitig der Beweis für die Regel, die wir vorher hatten. التَّخْلِيَةُ قَبْلَ التَّحْلِيَةِ. Die Entsorgung und Saubermachen etc. findet vor der Schmückung und Verschönerung statt. Wie haben sie das aus? Schau mal, die Gelehrten. Ja klar, er sagt, Yakfur mit Tarut, wer den Tarut leugnet, säubere dich mal erstmal von allen Systemen, an denen du noch glaubst und Aberglauben und andere Götter. Mach mal Kufr dagegen. Alles raus aus deinem Herzen und dann schmücke dich. Wa yu'min billah. Allah sagt, Yakfur mit Tarut, وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ und danach an Allah subhanahu wa ta'ala glaubt. Vers ist nach Ayatul Kursi. Nach Ayatul Kursi, also 256. Und das steckt auch in der Shahada. La ilaha kufr. Ich verneine alle Gottheiten, alle Systeme. Illallah. Und dann schmückst du dich und sagst, Illallah. Das ist eine schöne Regel, die auch hier in der Tazkiyah sehr oft benutzt wird. Ja, Sheikh, ich will. Ja, senk deine Blicke und hör auf zu rauchen und hör auf Diebstahl und dann. Okay. Also sagt er, At-Tawhid ist die Hauptquelle der Tazkiyah.
وكذلك هو أول ما يجب على الداعية إلى الله تعالى أن يعلمه الناس. Und das ist die erste Sache, die der Prediger den Menschen beibringen soll. Und Alhamdulillah haben wir einen Aqidah-Kurs, der jeden Freitag stattfindet. Da nehmen wir wirklich die fundamentalen Dinge durch. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل als der Prophet صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل in den Jemen schickte, hat ihm genau das beigebracht. Er sagte, إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب. O Muad, Muad war der gelehrteste der Sahaba, der das meiste Wissen hatte über Halal und Haram. Er sagte, O Muad, wenn du in den Jemen gehst, wirst du auf die Ahlul Kitab treffen, die Leute der Schrift, Juden und Christen. فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى. Das erste, wozu du sie rufen sollst, ist nicht Qiyam al-Layl und nein, und Fasten etc. Sag ihnen, sie müssen Allah als Einzigen erklären. وقد توعد الله الذين لا يزكون أنفسهم بالتوحيد والإيمان. Allah subhanahu wa ta'ala drohte jedem an, der seinen Nefs nicht reinigt durch den Tawhid. Und das ist für dich so wichtig. Und dieser Vers ist für dich auch sehr wichtig. Es gibt einen Vers im Koran, in dem der Tawhid als Tazkiyah betitelt wird. Wallahi, das sind die goldenen Stücke des Korans und die goldenen Sachen des Wissens. Ich würde mir das nicht entgehen lassen und aufschreiben. Er sagt, Allah subhanahu wa ta'ala drohte jedem, der nicht die Tazkiyah verrichtet durch den Tawhid, بالعذاب الشديد يوم القيامة, mit einer heftigen Strafe am Tag der Auferstehung, so sagte er, وويل للمشركين, wehe den Götzendienern, pass auf jetzt, الذين لا يؤتون الزكاة, die nicht die Zakat geben. Jeder würde jetzt denken, es ist die Zakat, die Almosensteuer. Aber hier ist damit das nicht gemeint, wie gleich auch wir hören werden. Weil ein Muschrik, seine Zakat bringt ihm nichts. Er hat ja noch nicht mal den Tawhid. Was bringt uns, wenn wir 2,5% von seinem Vermögen nehmen? Das wird ja ähnlich angenommen, weil er noch Schirk hat. Und wir wissen, du brauchst erst Iman für die Akzeptanz deiner Taten. Also hier in Suratu Fussilat, Sura 41, Vers 7, bedeutet Zakat hier Tawhid. Und deswegen siehst du das? Tawhid ist Zakat, ist Tazkiyah. Entschuldigung, ich habe einen trockenen Hals. Also droht er ihn und sagt, diejenigen, die nicht die Zakat geben, warum bil akhirati hum kafirun, und dann das Jenseits leugnen. Also warum kann es auch nicht die Zakat sein, die geldliche Zakat? Ja, weil keiner, der Zakat gibt, das Jenseits leugnet. Okay? Und deswegen haben die Gelehrten gesagt, hier bedeutet Zakat Tawhid. Naam, qala ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah sagte zu diesem Vers, hier Tawhid, Punkt. Jetzt hast du einen großen Imam, der diesen Vers erklärt. Hier, weiblich, er sagt, die Zakat, die Reinigung bedeutet hier Al-Iman und Al-Tawhid, alladhi bihi yazku al-qalb, wodurch das Herz gereinigt wird und wächst im Guten. Na, فإنه يتضمن نفي الإلهية. Denn der Tawhid beinhaltet, ganz kurz, liebe Geschwister, gib mir 2 Minuten. So, also Ibn Taymiyyah, gestorben 728, sagt hier, die Tazkiyah bedeutet hier der Tawhid und der Iman, wodurch das Herz die erste Reinigung verspürt und die erste Reinigung überhaupt verspüren sollte. Ist ja klar, wenn du einen Götzendiener rufst und er sagt, La ilaha illallah, dann hat er alle dreckigen Götter, die er angebetet hat, aus seinem Herzen geworfen. Das ist die erste Reinheit. Die erste Tazkiyah, die in seinem Herzen stattfindet. Dann sagt er Ibn Taymiyyah weiter, فَإِنَّهُ يَتَضَمَّنُ نَفْيَ الْإِلَهِيَةِ مَا سِوَى الْحَقِّ مِنَ الْقَلْبِ. Es verneint alle Götter, die neben ihm angebetet werden, aus dem Herzen. Und hier findet die Tazkiyah statt.
Also wenn dich jemand fragt, wie kann Tawhid Tazkiya sein, dann sagst du genau das. Wa ithbatil ilahiyyatil haqqi fil qalb. Und du bestätigst und pflanzt ein die wahre Anbetung zum wahren Herrn, nämlich Allah, indem du sagst, illallah. Huwa haqiqatu la ilaha illallah. Er sagt, es ist die Wahrheit und die Realität von la ilaha illallah. Die Verwirklichung von la ilaha illallah. Alles aus deinem Herzen ausmisten, reinigen, egal was es ist. Götter, Systeme, Geld, deine eigene Nefs sogar, wie Allah es beschreibt. Siehst du nicht denjenigen, der sich sein Gelüst zum Gott genommen hat? Es ist der Grundsatz der Reinigung, der Tawhid. Für uns Muslime, inshallah, kommen noch andere Themen, wie man sich reinigt. Aber das ist der erste Schritt überhaupt, den Tawhid in seinem Herzen zu tragen. Ibn al-Qayyim, sein Schüler, Ibn Taymiyyah, der 18 Jahre sein treuer Schüler war. Stell dir vor, du darfst 18 Jahre bei Ibn Taymiyyah lernen. Deswegen wurde Ibn al-Qayyim auch Ibn al-Qayyim. Er sagt zu diesem Vers, قال أكثر المفسرين من السلف ومن بعدهم. Die meisten Salaf-Gelehrten, die vorausgegangenen Tafsir-Gelehrten und die nach ihnen kamen, sagten, hier Tawhid, mit Zakah im Vers ist gemeint, der Tawhid. Also hast du den zweiten Gelehrten als Beweis für diesen Tafsir. Shahadatu an la ilaha illallah. Es ist das Glaubensbekenntnis, la ilaha illallah. Wal imanu alladhi bihi yazkul qalb. Und der Iman, wodurch dein Herz Reinheit findet. Wa huwa aslu kulli zakatin wa namah. Und es ist auch hier, sagt er, hat er gelernt von seinem Lehrer, ist der Grundsatz für jede Reinigung und Wachstum im Guten. Wa kama anna at-tawhida huwa aslu ma tazku bihi an-nufus wa tathur. Er sagt, genauso wie Tawhid, der Grundsatz ist für Reinigung und Wachstum im Guten. فإن الشرك هو أشد ما يدنس النفوس ويفتك بها. So ist Schirk das Dreckigste überhaupt, was diese Reinheit verschmutzt. Schirk, die größte Sünde überhaupt. بل هو محبط لجميع الأعمال. Und das Schlimmste bei Schirk ist, dass es deine kompletten Taten auslöscht. كما قال تعالى, so wie es Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat al-Zumar. Und das ist ein, hier erkennt man, wie schlimm Schirk eigentlich ist, dass er seinem Propheten höchstpersönlich in Klammern droht, dass wenn er Schirk macht, seine ganzen Taten ausgelöscht werden. So sagt er, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ. Und alle anderen Propheten wurde das auch angedroht. Er sagt hier, und dir wurde eingegeben, offenbart, und denjenigen, die vor dir waren, von deinen Prophetengeschwistern, la in ashrakta, wenn du Schirk begehst, la yahbatanna amaluk, dann werden deine Taten gelöscht werden, wa la takunanna min al-khasirin, und dann wirst du zu den Verlierern gehören. Wa huwa adh-dhanbu alladhi la yaghfiruhu Allah abadan liman mata alayh. Es ist die Sünde, die Allah subhanahu wa ta'ala niemandem verzeiht, wenn er denn so stirbt. Schirk ist auch vergebbar, wird auch vergeben, bevor der Todesengel deine Seele nimmt. Ist ja klar, viele der Gefährten waren vorher Götzendiener, die haben dann die Tauba verrichtet und Allah nimmt an. Der Beweis dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala diesen Schirk nicht vergibt, in mehreren Versen, einer davon in Surat al-Nisa, Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bih. Diesen Vers kennt ihr auch, ist bekannt. Allah subhanahu wa ta'ala vergibt niemandem oder keinem, der ihm etwas beigesellt. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Doch was darunter ist, vergibt er jedem, wem er möchte. Das heißt, wenn du auf Allah triffst und du hast große Sünden gehabt, wie Alkohol, wie Zina, wie Zinsgeschäft. Allah subhanahu wa ta'ala kann dir vergeben, auch ohne eine Taube. Aber du machst es strafbar. Das Risiko, bestraft zu werden, ist gewaltig groß. Triffst du aber auf Allah mit Schirk, hier gibt es kein, vielleicht wird er mir vergeben. Hier ist mit Sicherheit Strafe. وَحَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْجَنَّةَ عَلَى كُلِّ مَنْ أَشْرَكَ مَعَهُ غَيْرَهُ. Das ist natürlich das Schlimmste, was einem Muslim passieren kann.
Und zwar, oder einem Menschen, sage ich an sich, niemals das Paradies zu sehen bzw. zu betreten. So hat Allah subhanahu wa ta'ala es für haram erklärt, dass wer Schirk hatte und so gestorben ist, das Paradies betreten wird. So sagt er in Suratul Ma'idah: Innahu man yushrik billah, gewiss derjenige, der Schirk begeht, faqad harrama Allahu alayhi al-Jannah. So hat Allah ihm Jannah für haram erklärt, wa ma'wahu an-nar, und sein Zufluchtsort wird die Hölle sein. Wa ma liz-zalimina min ansar, und die Ungerechten, in Klammern die Götzendiener, werden keine Helfer finden. فَإِذَا حَقَّقَ الْعَبْدُ التَّوْحِيدَ حَصَلَتْ لَهُ الزَّكَاةُ الْكَامِلَةُ. Wenn der Diener, du und ich, wir sind ja immer noch dabei, unseren Tawhid zu verwirklichen, so wie es Ibn Taymiyyah auch oft sagte. Er sagt: Ich bin immer noch dabei, meinen Islam zu verbessern. Nicht Iman oder Ihsan, Islam. Warum? Er meint hier die sprachliche Bedeutung, nämlich Al-Istislam. Islam bedeutet ja sich ergeben. Er sagt: Ich kämpfe da immer noch damit, mich voll und ganz zu ergeben. Jeder von uns hat sich irgendwo Allah ergeben, aber hast du dich vollkommen ergeben? Bist du wirklich komplett, auch wenn man sich erreichen kann, rein? Besiegst du deine Nefs jedes Mal? Hast du diese Stufe von absoluter Ergebung oder kämpfst du noch damit? Deswegen, wir sind immer noch alle in der Stufe des Islams und versuchen, unseren Islam zu verbessern. Die Stufe des Imans und Ihsan, davon hören wir nur. Also sagt er, wer hier den Tawhid verwirklicht, er hat die wahre Tazkiyah erstmal erreicht, indem er alles Schändliche, was neben Allah angebetet wird, aus seinem Herzen geschmissen hat. Und das kannst du auch reflektieren für dich selbst. Was liebst du denn so heftig, dass es dich manchmal von den gottesdienstlichen Handlungen abhält? Ja, sogar manchmal von Sunna-Handlungen. Qiyamul Layl oder eine Folge von irgendeiner Serie. Du ziehst die Serie vor. Qiyamul Layl ist nicht Pflicht. Die Serie mag sein, dass da was, dass es nicht haram ist, etc. Aber du hast hier eine andere Sache der Anbetung zu Allah vorgezogen. Deine Nefs, dein Islam ist noch nicht hundertprozentig. Wenn du wirklich ergeben wärst, würdest du beten, anstatt irgendeine Serie zu schauen oder. Die vollkommene Ergebung sieht anders aus. وحصلت له الهداية والأمن التامان في الدنيا والآخرة. Wer diese Tazkiyah erreicht, diese hundertprozentige, diese Reinheit, er wird bekommen die Rechtleitung, und da gibt es auch noch mal Stufen, und die Sicherheit, gemeint ist vor seiner Strafe, im Dies und Jenseits. Kama qala ta'ala, so wie Allah subhanahu wa ta'ala es sagte in Suratul An'am: Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm, ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Ein wunderschöner Vers in Suratul An'am. Er sagt: Alladhina amanu, diejenigen, die glauben, und ihren Iman nicht kleiden durch Zulm. Zulm ist hier Schirk gemeint. Ulaik, was ist mit ihnen, o Allah? Diejenigen, die glauben und kein Schirk begehen, weil sie sich davor gereinigt haben. Wir sind ja bei Tawhid, Reinigung. Ulaika lahumul amn. Diese werden die Sicherheit bekommen. Und wenn Allah die Sicherheit verspricht, dann bist du sicher im Dies und Jenseits. Und du wirst von ihm als Rechtgeleiteter betitelt. Also reinige dich vom Schirk. Vom Großen natürlich und auch vom Kleinen. Das sogenannte Erriya oder Sum'a. Das es zu lieben, gesehen zu werden. Es zu lieben, gehört zu werden. Man stellt sich gerne in den Mittelpunkt. Man will seinen Namen überall hören, etc. Das sind alles Krankheiten und kleiner Schirk. Möge Allah uns davor reinigen. Dann beenden wir die erste Regel, inshallah, und er sagt: Wa sahhat wa zakat nafsuhu wa tabat. Nur so wird deine Nefs die Gesundheit erlangen und eine gute Nefs werden, indem sie erstmal das richtig verrichtet. Und in dieser ersten Regel nehmen wir uns heute vor, das mal zu reflektieren: Kenne ich mich aus mit Schirk? Kenne ich mich aus mit Tauhid? Kenne ich die Arten des kleinen Schirk, des kleinen Schirks? Oder habe ich das irgendwo noch versteckt in mir, dieses Selbstgefallen, und ich will gerne, dass man auf meine Schulter klopft und mich lobt?
All das, wenn du das in dir noch hast, du bist nicht komplett gereinigt. Es ist ja wie, wenn du dein Zimmer oder so reinigst, du reinigst die Flächen, die du siehst, aber unter der Couch und in der Ecke ganz hinten hinterm Vorhang, da sind noch Staubwolken und Papierreste von irgendeiner Packung, die du mal gegessen hast. Diese Dinge, diese Ecken, das muss man reinigen bei Tauhid und bei Schirk. Da musst du hin in die verborgenen Ecken, um die vollkommene Reinheit zu erlangen. ومتى أدخل عليها ما يشوبها من شوائب الشرك دخل على نفسه من الدنس والتدسية بحسب ذلك. Genau, er sagt, und so viel du halt nun mal reinlässt in deine Nefs von diesen Unreinheiten, dann wisse, dass du diese Stufe von Schirk hast, beziehungsweise von Reinheit hast. Der eine hat seine Klamotten gewaschen in der Waschmaschine bei 60 Grad und der andere mit der Hand und nur oberflächlich. Der ist natürlich reiner als der andere. Er hat sich noch heftiger gereinigt von Schirk, von. Also motiviert uns hier der Sheikh, wafaqahullah, richtig reinzugehen mit der Lupe in unsere Herzen und zu schauen, bin ich wirklich rein von diesen ganzen Dingen? فَلَا زَكَاةَ لِلنَّفْسِ إِلَّا بِتَحْقِيقِ التَّوْحِيدِ. Und dann stellt er die Regel auf, es gibt keine Tazkiyah und keine Reinheit, außer für denjenigen, der den Tauhid vervollkommnet und verinnerlicht hat. Alles, was ich sage, was ich mache, was ich angucke, ja sogar was ich denke und beabsichtige, ist für Allah. Wer kann das von sich sagen? Wer ist so mutig und traut sich zu sagen, alle meine Bewegungen und meine Worte und meine Gedanken und meine Blicke und mein Hören und mein Gehen und mein Nehmen und mein Geben ist alles für Allah. Wer kann das von sich sagen? Das darfst du gar nicht sagen, sonst lobst du dich selber. Wer hat denn diese komplette Reinheit? Wir müssen diese anstreben. وإفراد الله تعالى بالعبادة und ihn سبحانه وتعالى allein und einzig anzubeten. والإخلاص العمل لله كما قال تعالى ألا لله الدين الخالص und über den إخلاص die mehr Wissen aneignen. Er sagt in Surah Az-Zumar ألا لله الدين الخالص. Gebührt denn Allah nicht die aufrichtige Religion, dass du ihm gegenüber absolut aufrichtig sein sollst? Er hat dich erschaffen und rechtgeleitet und versorgt dich und du dienst jemanden anderen an, im schlimmsten Fall. Oder im kleineren Fall, du verlangst Lob und Anerkennung von den Menschen. Wer sind diese Menschen überhaupt, dass sie so eine Stufe erreicht haben? Weil Schirk heißt in der Sprache At-Taswiya, Gleichstellung. Deswegen wird es ja auch als Beigesellung beschrieben bzw. definiert. Du willst Lob von ihm und Lob von Allah. Du hast ihm Allah gleichgestellt. Wer sind denn diese Menschen, dass du von ihnen Lob und Anerkennung verlangst? Sie sind selber nur sündhafte Diener. Dann letzter Satz. وَلَا زَكَاةَ لِلنَّفْسِ إِلَّا بِتَخْلِيصِهَا مِنَ الشِّرْكِ بِجَمِيعِ أَنْوَاعِهِ. Es wird nur die vollkommene Tazkiyah in deinem Herz stattfinden, wenn du den Schirk entfernst mit all seinen Arten. Groß, klein, versteckt. وَتَخْلِيصِهَا مِنْ كُلِّ مَا يُنَاقِلُ التَّوْحِيدَ وَيُضْعِفُهُ. Und alles entfernt, was dein Tauhid schwächt und ihn verringert. Und somit haben wir die erste Regel. Ich finde, das war eine sehr, sehr schöne Regel. Auch für mich ist das sehr ermahnend. Und Alhamdulillah, dass wir diese erste Regel durchgemacht haben. Ich hatte eigentlich vor, mit euch zwei durchzugehen, aber ich sehe, wir haben unsere Dreiviertelstunde gemacht. Inshallah, machen wir nächste Woche weiter mit der zweiten Regel, die da lautet: Eine perfekte Regel für unseren Monat. الدعاء مفتاح زكاة النفوس. Das Bittgebet ist der Schlüssel zur Reinheit der Seele. Und was es damit auf sich hat, werden wir dann in der nächsten Woche, inshallah wa ta'ala, behandeln. Hada wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wenn ihr ein paar Fragen habt, könnt ihr natürlich auch noch kurz stellen. Und dann verabschieden wir uns, inshallah. لا إله إلا الله. So, woran kann ich festmachen, was kleiner Schirk ist? Gibt es dazu Bücher? Natürlich, der kleine Schirk ist Schirk ul-Asrar.
Ich habe es ja gerade gesagt, es ist Diriyah oder Sum'ah. So beschrieb es der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Er sagt, Ash-Shirkul Asghar Ar-Riya, dass du Taten verrichtest, Gebete, Vorträge, Koranrezitation. Ar-Riya, Riya kommt von Ru'ya, von Auge, damit die Leute dich sehen. Das heißt, ich sitze gar nicht hier, sodass wir gemeinsam über das Wissen sprechen. Nein, nein, ich sitze nur hier, damit ihr sagt, MashaAllah, was für ein schöner Unterricht. Das ist Riya, das löscht deine ganze Tat. Und Summa. Es gibt Riya, was von Auge kommt, und Summa kommt von Sema, von Hören. Das heißt, du liest Koran nur damit gesagt wird, du gehst mit der Absicht hin, um Lob zu verlangen. Wenn das in deinem Herzen drin ist, hast du ein großes Problem. Deswegen hat er direkt als zweite Schlüssel, zweite Regel gemacht, Dua, um dich dann davon zu reinigen. Bücher gibt es dazu. Jedes Buch, was über Tawhid spricht, spricht auch gleichzeitig über Schirk. Und dann kommt die Einteilung immer der Gelehrten groß und klein. Und beim kleinen Schirk, da musst du dir das aneignen. Da ist das Wissen. Ist denn die komplette Reinheit eine Voraussetzung für das Paradies? Weil du, wie schon gesagt, wer hat das denn erreicht? Nein, sage ich schon, es ist keine Voraussetzung. Ich habe ja gesagt, die komplette wird eh keine erreicht. Weißt du warum? Ja, Achi Tariq, weil in unseren Herzen ist dieser schwarze Punkt, schwarzer Fleischklumpen, dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam entzogen wurde. Ihr wisst ja, seine Brust wurde aufgeschnitten, aufgemacht und sein Herz wurde tatsächlich herausgeholt, in einem Goldbecken gewaschen mit Semsemwasser und Schnee von Jibril und Mikail. Dann wurde sein Herz aufgeschnitten, offene Herz-OP und ein schwarzer Klumpen wurde rausgeholt. Der wurde weggeschmissen. Jibril sagte dazu, es ist der fruchtbare Boden, in dem der Schaitan reinflüstert. Das hat jeder von uns. Dem Propheten wurde es entnommen, sallallahu alaihi wasallam. Deswegen hat er Stufen, die niemals erreichen kann. Ich und du haben diesen schwarzen Klumpen noch. Das heißt, reinige dich so heftig du willst, du kannst es verringern und schwächen und verkleinern, diesen Klumpen, sodass der Schaitan nicht heftig bei dir einflüstert, du kannst es verringern und du kannst hohe Stufen erreichen, der Tezkiya. Schau dir die Sahaba und etc. an. Aber vollkommen wie die Propheten geht nicht. Und es ist keine Voraussetzung. Die komplette Reinheit erlangst du erst kurz vor dem Paradies. Das hatten wir gestern im Akida, dass vor dem Paradies ein Baum ist mit einer Quelle. Jeder Paradiesbewohner trinkt davon, sodass er innerlich gereinigt wird von Groll, Hasad, Riya, Sum'a und er wäscht sich davon, sodass er äußerlich gereinigt wird und die Hautkrankheiten verschwinden und das Herz, das Gesicht dann anfängt zu leuchten. Wenn die Engel das sehen, sagen sie, Salamun alaikum, pass auf, Tibbetum. Sie sagen, Tibbetum, ihr seid so rein geworden. Sie sehen die äußerliche und innerliche Reinheit und dann hat man es verdient einzutreten und sie sagen dann, Fadkhuluha Khalidin, so tretet ein, ewig darin zu bleiben. Hier im Diesseits herrscht eine Regel, ja Tariq, dieser sogenannte Dschihad und Nefs. Kämpfen, kämpfen, so gut wie möglich versuchen, hochzusteigen. Wir haben ja gesagt, Ziyada, zu vermehren deine Gottesfurcht und zu vermehren deine Reinheit. Und wie sucht bzw. findet man denn diesen versteckten Schirk oder dergleichen bei sich selbst? Das haben die Sahaba gefragt. Sie haben sogar Angst bekommen, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, er ist versteckter als eine Ameise, die auf einem glatten Stein läuft. Weißt du, du kannst sie hören. Er sagt, genauso versteckt ist dieser kleine Schirk. Die Sahaba haben Panik bekommen. O Gesandter Allahs, wir gehen zugrunde. Was sollen wir machen? Und dann hat er ihnen das Mitgebet beigebracht gegen diesen kleinen Schirk. Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bik. O Allah, ich suche Zuflucht bei dir, dir etwas beizugesellen. Pass auf. Wa ana a'lam. Und ich weiß es. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Und ich bitte dich um Vergebung von Dingen, die ich nicht weiß. Und das Mitgebet findest du in Hisn al-Muslim, das kleine Mitgebetbuch. Es lautet das Mitgebet gegen versteckten Schirk oder kleinen Schirk, so ungefähr. Es ist teilweise kaum erkennbar. Aber wir sagen, du hast deine Absicht in der Hand.
Wenn ich dir sage, wieso willst du heute in der Moschee vorbeten? Sei ehrlich zu dir. Ja, ich würde schon gern Lob hören. Astaghfirullah, geh weg, bete nicht vor. Also Lob verlangen meistens ist mit Schirk verbunden. Kannst du Bücher empfehlen, die dazu beitragen, besser in der Anbetung zu Allah sind oder welche, die näher auf die Nefs-Charakter entwickeln? Es gibt zig, eine große Anzahl von Büchern. Ja, Baran. Wir haben wie heißt das Buch? Charakterreinigung von Semir Murad. Es gibt so viele. Geh nur auf die Seite, wie heißt diese Bücherseite? Bazari, gib ein Tezkiya, Seelenläuterung. Da kommen so viele Bücher. Es gibt so viele Bücher in diesem Bereich. Charakterreinigung, etc. Tarbiyatun Nefs gibt es und Charakterentwicklung, Charakterreinigung. 5, 6, 7 Bücher gibt es da, dazu auf Deutsch. Woran mache ich den Mittelweg fest? Haben ja gesagt, der Propheten sallallahu alaihi wasallam folgen, hat der Scheich direkt danach erwähnt. Er sagte, übertreibt nicht und untertreibt nicht, sondern geht den Mittelweg, den Weg des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ich kann beispielsweise nicht einschätzen, wann ich zu streng zu meinen Nefs bin oder wann ich zu locker bin. Wenn es anfängt, weh zu tun, wisse, dass du was Falsches machst. Sie sagen, der richtige Weg ist angenehm. Angenehm. Ich meine, man sollte ja nicht immer das machen, worauf die Nefs Lust hat. Das ist ein anderer Schmerz. Diesen Schmerz musst du verspüren. Wenn diese Erziehungsmethode, Maßnahme der Sunna entspricht, dann Bismillah. Wenn du mir sagst, ich faste Montag und Donnerstag, ist das der falsche Weg? Es tut weh. Du hast gesagt, wenn es weh tut, ist das falsch. Und ich faste Montag und Donnerstag, ist das jetzt falsch? Ich sage, nein. Es entspricht ja der Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Diese Art von Schmerz ist normal, genau wie jetzt im Ramadan. Ich habe heute Kopfschmerzen, fasse mir die ganze Zeit einen Kopf. Heißt es jetzt, ist es falsch? Nein. Genau, ich hoffe, du hast mich verstanden. Aber manchmal darf man ihr schon mal was erlauben. Aber wie mache ich das fest? Genau, dazu gibt es auch in den Büchern der Tezkiya, besonders in den arabischen, die ausführlichen. Manche Salaf-Gelehrten haben das wöchentlich gemacht. Freitags haben sie sich oft ausgesucht, weil es der Tag des Treffens ist mit seinen Geschwistern. Dann geht man und gönnt sich mal was, okay? Isst was, trinkst was. Und soweit ich weiß, Imam Sa'di, der bekannte Mufassir, hat seinen Schülern damals 2 Wochen, 2 Wochen sage ich, 2 Tage, wie heute auch, richtig freigegeben. Kein Wissen, keine Bücher, kein Koran, nichts. Alles zur Seite legen, um mal weg davon zu kommen. Das nennt man Istijmam, um dann wieder Lust drauf zu bekommen. Wenn du 24/7 nur liest, liest, irgendwann kommt diese Art von, ich kann nicht mehr und leg mal dein Buch weg. Genau das solltest du ab und zu machen. Und erst recht, wenn du diese Enge verspürst und Wissen ist schön und gut, da irgendwann sagst du, ich kann kein Buch mehr sehen, hier legst du es kurz zur Seite und machst etwas anderes. Geh, mach einen Waldspaziergang, geh was essen, was Süßes für deine Nefs, mach Sport etc., mach irgendetwas anderes, damit du wieder Lust bekommst auf deine Hauptaufgabe. I'm sure, that's it. Was heißt hier? I'm sure Englisch jetzt oder was? Hat die Tat zu gegen Ende. Den Nefs von niemandem gelöst abzuhalten. Was gehört dazu? Den letzten Teil verstehe ich nicht. Tarek, wenn sich aber während einer guten Tat Riya einschleicht und man es aber ablehnt und sich denkt, nein, ich will diese Tat nur für Allah machen. Verschwinde dann, so schadet die Nia nicht. Oder genau, wenn man dieses Betrieb so ausspricht. Dann sicher sein, dass man. Genau. Richtig. Alles, was du sagst, bejahe ich. Genau. So ist es auch. Nur bei der Nia gehen sie sogar noch weiter. Daran siehst du die Barmherzigkeit unserer Religion. Imam Ahmad und Imam Tabari und andere große Imame sagen, wenn der Diener eine Absicht fest, die rechtschaffen ist, ich gehe heute, sie geben das Beispiel der Freitagspredigt. Ich bin Prediger, gehe auf die Freitagskanzel. Und meine Absicht ist, zu predigen
für den Freitag. Und dann gucke ich in die Menschenmenge und sehe meinen Lehrer vor 10 Jahren. Jetzt kommt eine andere Absicht. Shaitan sagt, komm, drück dich noch besser aus. Mach es noch schöner, damit dein Lehrer dich lobt. Das ist jetzt eine falsche Absicht. Sie sagen, wenn du kämpfst, Allah ist barmherzig und lässt die erste Regel zählen, die Ikhlasniyya. Und sie gehen sogar weiter und sagen, kämpft, kommt diese zweite Absicht und besiegt sie jetzt. Und sie wurde eine andere, sodass du jetzt Lob verlangen willst. Sie sagen sogar, hier vergibt dir Allah, weil er schaut auf die erste Absicht. Trotzdem soll man es nicht dazu kommen lassen. Ich sage ja, das ist ein Riesenthema. Soll man die Dua gegen Furcht am Morgen und am Abend sagen oder egal wann? Die vorzüglichen Zeiten, an den vorzüglichen Zeiten, dazu gehört auch morgens beim Sonnenaufgang und abends vor dem Untergang, genau. Vorzüglichen Orte und Zeiten wie Sajda, wie Fasten etc. Aber manchmal erlaubt ich meiner Nefs über einen längeren Zeitraum nicht Süßes zu essen, das tut aber auch weh. Habe ich jetzt was falsch gemacht? Nein, der Grundsatz ist ja halal. Wir reden ja nicht über die Hauptreinigung von Schilk. Wenn du mir jetzt über Schilk reden willst, würde ich sagen, ja, natürlich. Ja, wir reden über Süßigkeiten und lange Schlafen. Wir reden über die hohen Stufen der Nefs. Dazu gehört auch, weniger zu essen, weniger zu schlafen. Und wenn du es nicht kannst, kannst du es nicht. Keiner wird dich tadeln, wenn du jeden Tag süß isst. Nur kämpfe und fange klein an. Fange klein, so klein es nur geht an. Oder man einfach nur Lust auf etwas hat. Es ist ja dein persönlicher Kampf mit deinen Nefs. Wo willst du hin? Welche Stufen willst du haben? Das ist deine Frage, die du dir zuerst stellen musst. Und je nachdem bist du dann strenger oder nicht so streng zu deiner Nefs. Subhanallah, so ist die wahre Gefahr. Eher, dass man die falsche Absicht von Anfang an fasst, was aber auch logisch, ganz genau. So, liebe Geschwister, ich hoffe, der erste Teil hat euch gefallen und wir schreiten fort und beenden auch das Büchlein. Ich habe jetzt nur Zweifel, dass wir es wirklich in 4 Unterrichten schaffen. Ich denke, es könnten 5 oder 6 werden. Aber ich werde mich, mach doch Stunde, ja, gell? Ja, ich weiß nicht, wie es den anderen geht. Kannst du vielleicht demnächst nochmal erklären, wie man den Mittelweg findet? Ich komme nicht so klar. Ich weiß immer noch nicht, wann ich zu streng oder locker bin. Ganz einfach. Folge dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam. In welcher Sache du auch gerade machst. Du sagst, ich komme nicht klar. Du willst jetzt das Nachtgebet beten. Was hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam dazu gesagt und gemacht? Folge es. Das ist der Mittelweg. Du willst essen und trinken. Was hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht und dazu gesagt? Folge der. Du willst jemanden besuchen, Kranken. Was hat der Prophet? Du guckst immer, was hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam dazu gesagt? Das ist ohne Zweifel der Mittelweg. Es gibt keine Probleme, da macht dir das Leben nicht schwer. Es ist schon schwer genug. Wann du zu streng oder zu locker bist, das ist dein Gefühl. Wenn du jetzt einer bist, der nie fastet und dann fängst du an, Montag und Donnerstag zu fasten, natürlich wird es deiner Seele erstmal schwer fallen. Aber der Grundsatz ist doch der Mittelweg. Warum? Weil er, sallallahu alaihi wasallam, uns aufgerufen hat, Montag oder dazu motiviert hat, Montag und Donnerstag zu fasten. Weil es dir jetzt schwer fällt, heißt nicht, dass das nicht der Mittelweg ist. Verstehe das bitte. Weil, wie gesagt, schwer fallen tun uns auch andere Gottesdienste. Hadsch bei 50 Grad in Mekka tut auch weh. Heißt es jetzt, ich mache was falsch? Ramadan Tarawih in einer Moschee, die keine Klimaanlage hat im Sommer, tut auch weh. Heißt es, wir machen was falsch? Nein, der Grundsatz ist Sunna. Aber das, was du erlebst von Schwierigkeiten, gehört nun mal dazu. So, liebe Geschwister, dann sage ich Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nächsten Samstag versuchen wir dann 2 Regeln durchzunehmen, sodass wir die 10 im Ramadan, mein Ziel ist im Ramadan die 10 zu beenden. Wenn es nicht klappt, ist es auch kein Problem. Wir suchen uns einen
anderen Zeitpunkt aus, in dem wir das Büchlein beenden werden, Inshallah. Nein, ich will nicht sprechen. Ich will verlassen. Wie viel Uhr morgen? Wir machen einfach eine Stunde später. Wir haben heute 16:30 Uhr angefangen. Wir machen morgen 17:30 Uhr, Inshallah, wegen der Uhrumstellung. Tadabbur-Kurs auf. Alle drei Kurse. Freitag Aqida, Samstag Tezkiya und Sonntag Tadabbur. Alle um 17:30 Uhr. Inshallah. Dann wünsche ich euch einen schönen Iftar. Wa iyyaka ya Rami. Mashallah, bist auch dabei. Schönen Iftar und genießt eure Nächte und macht ein paar Duas für mich, wenn ihr nicht vergisst. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa iyyakum. Nein, nein, nein.